Als erstes müsst ihr zu diesem M rechts von dem See in Grapeseed. Wenn ihr dort angekommen seid, bekommt ihr von Maude eine Nachricht. Etwas später bekommt ihr Details für die Kopfgeldjagd von Maude. Dann öffnet ihr einfach seine E-Mail und bekommt ein Bild von dem Kopfgeldziel. Auf der Karte ist der Aufenthaltsort bereits markiert. Dort geht ihr hin und sucht die besagte Person. Ihr bekommt auch ein glitzerndes Geräusch und er wird markiert, sobald ihr in Sichtweite seid. Wenn das Ziel euch vorher sieht, dann wird es aggressiv und greift euch auch an. Sobald ihr das Ziel umgelegt habt, bekommt ihr 5000 GTA-Dollar. Und danach bekommt ihr eine Nachricht von Maude, dass er für die nächste Person euch bald eine weitere E-Mail schicken wird. Nach so circa 5 Minuten bekommt ihr den nächsten Hinweis mit einem Bild. Und wenn ihr euch diesmal dafür entscheidet, die Person nur anzuschießen und quasi lebendig zu Maude zu bringen, bekommt ihr für das Abliefern bei Maude 10.000 GTA-Dollar. Für mich ist es aber ein zu großer Aufwand für die extra 5.000 GTA-Dollar. Deshalb lege ich die Leute lieber um. Danach kommen noch 3 weitere Aufträge im selben Rhythmus. Und nachdem ihr das letzte Ziel umgelegt habt, bekommt ihr eine letzte Nachricht, wo sich das Steinkriegsbeil befindet. Auf der Karte ist es dann als Schatztruhe markiert. Dort geht ihr einfach hin, könnt die Truhe öffnen und erhaltet euer Steinkriegsbeil. Danach schaltet ihr die Herausforderung frei, wo ihr 25 Kills mit dem Steinkriegsbeil machen müsst. Die Waffe hat sogar eine coole Fähigkeit. Wenn ihr eine Person damit umhaut, bekommt ihr die Fähigkeit Randale, wie Trevor aus der Einzelspielerkampagne, und seid für kurze Zeit unbesiegbar, bis die Zeit abläuft. Danach müsst ihr leider wieder warten, bis sich Randale aktivieren kann. Circa 40 Sekunden. Und wenn ihr innerhalb des Zeitfensters immer mehr Leute mit diesem Kriegsbeil umhaut, dann verlängert sich die Randale-Dauer. Und wenn ihr die Waffe wechselt, endet Randale automatisch. Nach den 25 Kills bekommt ihr nochmal 250.000 GTA-Dollar extra. Lasst ein Like da, viel mehr solcher Videos, knipst das raus.